Und das war dann heute auch wieder ein Kommentar. Und ich will dir eine Sache sagen. Ich fasse diese Kommentare, das ist nicht einfach nur, ich gebe meine Meinung ab, okay? Eine Meinung abgeben kann eine Beleidigung sein und eine Meinung abgeben kann auch, und das ist etwas, was viele Muslime nicht verstehen, kann auch eine Bekämpfung sein. Das ist etwas, was viele nicht verstehen. Denken, ja, ich habe ja einfach nur meine Meinung kundgetan, weil so ist man erzogen. Ja, man ist in der Schule, man liest sich einen Text durch, gib mal deine Meinung ab. Das Problem ist aber, hier, wenn es um die religiöse Arbeit geht, hat nicht jeder seine Meinung abzugeben. Da haben Leute die Meinung abzugeben, die Wissen haben und die selber aktiv sind, Erfahrung haben. Und da kann nicht jeder Dönerbudenbesitzer kommen oder jeder Friseur kommen und sagen, ja, aber könnte das nicht heutzutage sein, dass das Schaden bringt und dass das schlecht ist und das ist. Es muss nicht jeder seine Meinung abgeben. Das Problem ist zum Beispiel beim Fußball jetzt, Fußballnationalmannschaft, dann sitzen die alle in der Kneipe und die geben alle ihre Meinung ab. Ja, warum lässt er nicht den spielen auf der Position? Und das sind meistens Leute, die keinen Plan haben. Die haben in der Jugend, in der D-Jugend gespielt, aber haben keine Ahnung. Geschweige denn, dass sie am Trainingsplatz sind und wissen vielleicht, hat der Spieler heute gute Form? Ist er vielleicht krank? Ist er vielleicht ein bisschen verletzt? Habe ich vielleicht eine taktische Marschroute, die anders ist? Weil der Trainer kann ja nicht alles abgeben. Bei der Nationalmannschaft, das, was der Fan in der Kneipe labert, schadet der Nationalmannschaft nicht, weil die Leute gucken sich das Spiel sowieso an. Die Leute unterstützen die Nationalmannschaft sowieso. Aber hier, jeder, der seinen Senf dazu gibt, ist die Dawa am Bekämpfen. Warum? Weil die Dawa braucht Leute, die sie unterstützen. Wenn wir alleine irgendwo stehen, hat das keinen Effekt. Alleine können wir nichts auf die Beine großartig stellen, außer hier im Internet weiter unsere Vorträge machen.